wärmer als in den letzten Rennen. Vor allen Dingen, da ist es wieder eine neue Herausforderung für die Techniker. Höhere Luftfeuchtigkeit, 97%. Das bedeutet eben, der Schnee hat mehr Feuchte und das ist wieder eine Herausforderung. Wir sehen Lujan Amont, die hier sehr schnell angegangen ist, die hier gleich von vorne weg richtig losgespurtet ist. Aber Janina Hettich-Walz kann hier an fünfter Position mithalten. An zwei, also Anna Magnusson aus Schweden. Da waren Strauchler von Hettich-Walz. Ja, die da hängen geblieben ist und dadurch ein wenig den Anschluss verliert, sich jetzt wieder rankämpfen muss. Und da schauen wir noch mal drauf aus dieser Perspektive von hinten aufs Feld. Oh, da gibt es noch einen weiteren Sturz. Dann haben wir da die Startnummer 17, Anastasia. Ich meine, es war Kanada, ist aber egal, da am Anfang passiert einfach oftmals etwas hektisch ein Sturz, ein Strauchler. Wichtig ist, dass immer kein Material kaputt geht. Und da scheinen sie jetzt alle durchgekommen zu sein, haben sich sortiert. Christian Mehringer, deutschen Trainer der Frauen, haben wir da kurz im Zwischenschnitt gesehen. Natürlich waren sie alle sehr, sehr erleichtert und zufrieden nach diesem erfolgreichen Wochenende, wie es immer so schön heißt, zu Beginn der Saison. Wo stehen wir eigentlich? Und sie stehen wirklich momentan gut da. Das muss man einfach so mitnehmen. Die Woche wird zeigen, wenn dann auch die Sprints und die Verfolgungsrennen kommen, was es wert ist. Die Mannschaften, gerade auch die Französinnen, haben wirklich nicht gut geschossen in diesem Rennen. Ihre Beste war Justine Bressas-Boucher als 21. im Einzel. Aber wie erwähnt, das muss man einfach so nehmen. Und wenn wir sagen, dass die Bedingungen eben so wieder andere sind wie am Wochenende, dann betrifft das eben auch das Wachsen der Skier. Wir haben es erwähnt zu Beginn, wollen nach dem Rennen noch einmal ausführlich darauf eingehen. Fluorwachs verboten, endgültiger Bann von Seiten des Verbandes. Skier vorher getestet, dann eingelagert und bewacht quasi von einem des Verbandes dann zum Start gebracht, sodass da nichts mehr dran verändert werden kann. Und auch nach dem Rennen werden die noch einmal getestet, die Skier. Aber es ist eben die Herausforderung. Felix Bitterling, der Verantwortliche im Deutschen Skiverband, hat noch mal gesagt, wir haben alles auf Null, unsere Bücher zur Seite gelegt, müssen neue Erfahrungen sammeln, alles wieder neu notieren. Also das ist gerade dann innerhalb von wenigen Tagen bei diesem Wetterwechsel zu Beginn der Saison absolut eine Herausforderung. Definitiv Schuschön, das war so ein Qualifikationsrennen für die norwegische Mannschaft mit Teilnahme von verschiedenen Nationen, hat gezeigt, dass gerade bei diesen Bedingungen um minus 3 Grad mit Schneefall, ähnlich wie wir es heute hatten, die Norweger enorme Vorteile hatten. Wir werden jetzt natürlich schauen, ob die anderen Teams das aufholen konnten, diese Lücke, aber es wird interessant sein. Und die Frauen wissen jetzt schon nach den ersten Metern oder nach den ersten Abfahrten, wie läuft denn mein Ski im Vergleich zur Konkurrenz? 4 Athletinnen, jeweils 6 Kilometer zu absolvieren. Zweimal wird von jeder Athletin geschossen. Nachlade heute möglich, das kennen Sie alles aus den zurückliegenden Saisons. Und da haben wir nochmal Janina Hettich-Walz, groß im Bild. 23. gewesen im Einzel. Hat sie sich schwer getan mit dem stehenden Anschlag im Schießen. 3 Fehler dort. Sie, die ja übers Schießen kommt, aber mit einer vernünftigen, guten Laufzeit. Insofern eine gute Startläuferin hier gerade vorne zu Beginn einer solchen Staffel. Wenn auch die Französin da vorne schon ganz schön aufs Tempo drückt. Sanita Bulina sehen wir da links in dem ganz roten Anzug aus Lettland, die da vorne mit drin läuft, hinter der Schwedin jetzt an dritter Position. Da kommt Janina Hettich-Walz, hat sich schon ein wenig wieder ransaugen können in Richtung Stadion. Und jetzt kann man gleich sehen, wie die Athletinnen reinfahren. Und da kann man ein bisschen den Vergleich vielleicht erkennen zwischen den einzelnen Skiern. Und ja, die Lettin macht das hier hervorragend. 7 Positionen hat sie da gut gemacht. Ja, schon. Junge Athletin, 22 Jahre alt, Sanita Bulina. Und die Französinnen vom Start weg. Lujan Monod, da haben wir Jean-Paul Jacquinot, den Schießtrainer, Siegfried Massé, der mit
am Glas ist bei den Norwegern. Und mit der 3 hier Anna Magnusson, Bujan Monod. Noch kniend Janina Hettich-Walz. Jetzt geht sie in die liegende Position. Da haben wir sie groß im Bild. Nachlader für Norwegen sehen Sie an dem kleinen roten Punkt unten rechts. Und Janina Hettich-Walz hat alles getroffen, ohne Nachlader ausgekommen. Mich ein wenig täuschen lassen. Auch die Norwegerin hat alles getroffen. Marte Krafstad Johansen, während wir hier Janina Hettich-Walz sehen. Also guter Einstand bei diesem ersten Schießen. Ganz wichtig hier, die Nachlader zu vermeiden, mit dabei zu bleiben im Spiel der Vorderen. Johansen führt für Norwegen, dann Magnusson aus Schweden, Jean Monod Frankreich Dritte. An sechster Position Janina Hettich-Walz, 5,5 Sekunden nur zurück. Hat sie ganz hervorragend gemacht. Wichtig ist ja, die Staffel erstmal so richtig ins Rennen zu bringen. Nicht gleich schon mit Nachladern oder gar Strafrunden belastet zu sein. Das gibt Sicherheit und sie hat das hier ganz hervorragend gemacht. Und wie wir gerade noch gesehen haben, die Lettin, die da so forsch mitgelaufen ist, muss jetzt in die Strafrunde. Ist also mit den 3 Nachladern nicht ausgekommen. Eine Scheibe ist auch danach noch stehen geblieben. Ja, hier das Trefferbild von Janina Hettich-Walz. Ich habe ihr beim Anschießen zuschauen können. Hier war das Trefferbild einwandfrei. Hier hat es ein bisschen aus diesem Blickwinkel eine Tendenz links, aber mag sein, dass der Blickwinkel etwas verzerrt war. Also ein einwandfreies Trefferbild. 5 Treffer. Um das geht's ja. Ja, und da haben wir Selina Grotjahn, die 19-jährige, viermalige Juniorenweltmeisterin. Jetzt also mit in der Mannschaft, heute an zweiter Position hier zu sehen. Aufgestiegen in die erste Lehrgangsgruppe, alles mitgemacht in der Vorbereitung. Ein kleines Juwel, das die deutsche Mannschaft da wieder hervorgebracht hat. Aus der Trainingsgruppe um Bernhard Gröll startet für den SC Mittenwald. Janina kommt da nicht ganz mit, ist jetzt führende der Verfolgergruppe, hat ein wenig Abstand zu diesen ersten 4 Athletinnen. Ja, hier vorne mit der 2, Marte Krakstad Johansen für Norwegen, eines der neuen Gesichter im norwegischen Team nach den Rücktritten von Siri Leckhoff und Marte Olsby-Reuseland. Im Übrigen gerade Mama geworden, kleinen Sohnemann zur Welt gebracht. Glückwunsch von hier aus an Sie und auch an Sverre Reuseland, den wir hier getroffen haben am Flughafen. Ganz glücklich, der angereist ist, vorgestern am Wochenende noch nicht hier war, jetzt aber eben mit der Mannschaft wieder unterwegs ist. Ja, und die Norwegerinnen, beziehungsweise sowohl bei den Männern als bei den Frauen, ist die Qualifikation umgestellt worden, hat uns Patrick Oberegger gestern beim Training erzählt. Nach dem Vorbild der amerikanischen Trials, knallharte Ausscheidung in Schuschön gewesen. Unter anderem Ida Lien, die da nicht mit dabei sein konnte, weil sie Corona hatte, erkrankt war. Dann heißt es Pech gehabt und sie nehmen ein offenes Verfahren. Also es gibt keinen Pool von Athletinnen, sondern jeder, auch private Athleten, Athletinnen können an den Qualifikationen teilnehmen. Das ist ein großer Aufwand, große Strukturveränderung und hebt natürlich auch den Druck auf den einzelnen Athleten. Wir haben es erlebt beim Männerrennen in Schuschön, da waren ja die ersten 12 Plätze von den Norwegern belegt. Also, und dann ist eben die Entscheidung da, wer vorne ist, fährt mit in den Weltcup. Das kann man machen, wenn man in so einer Nation unterwegs ist, die so viele extrem starke Athletinnen und vor allen Dingen Athleten hat. Das ist das Auswahlverfahren natürlich deutlich strenger. Ich glaube, in Nationen, die etwas weniger Potenzial haben, muss man mehr auch auf das Gefühl der Trainer horchen, was die sehen das ganze Jahr. Auf der einen Seite natürlich gut für Norwegen, tolle Situation, aber das könnte nicht jede Nation. Ja, wir erleben es bei den Schwedinnen, wo das Team nicht so diese Tiefe auch hat. Lin Persson läuft hier mit, im vergangenen Jahr komplett unter Schmerzen gelaufen, nach Schulter-OP, nach wie vor noch mit Schwierigkeiten, können wir gleich noch einen Satz, wenn sie denn läuft,
an zweiter Position beim Liegenschießen dazu sagen. Und da gibt es eben nicht zwei, drei Athletinnen, die dann noch hinten dran stehen auf diesem Niveau, die dann einspringen können. Schwedinnen dennoch mit den vier, die hier am Start sind, absolut konkurrenzfähig. Wie gesagt, Elvira Öberg an Position 3, schnellste Laufzeit im Einzel. Und dann hinten drauf noch Hanna Öberg, die ja die Single-Mix-Staffel mit Samuelsson am Wochenende hier gewonnen hat. So von oben schön zu sehen, so diese ganz knallgelbe Jacke bei den Trainern, die sich hier wieder verteilt haben. Jens Filbrich, der neue Lauftrainer, ist mit draußen an der Strecke. Jan Wüstenfeld, Lars Behrendt sind hier im Aufwärmbereich. Auch Felix Bitterling, der sportliche Verantwortliche im DSV für den Biathlonsport, ist mit draußen, die Techniker. Jeder hilft hier, große Teamleistung auch am Wochenende, immer wieder erwähnt. Da gibt es auch am Ende ein Foto mit der gesamten Mannschaft nach dem Sieg von Roman Rees. Also wirklich ein außergewöhnlicher Saisonstart aus deutscher Sicht. Da haben wir Janina Hettich-Walz nochmal groß im Bild. Und dann kommen sie rein. Nächstes Schießen, stehender Anschlag. Die äußeren Bedingungen. Wirklich gut, wenig Wind. Natürlich, in Östersund herrscht immer etwas Wind, aber nicht so, dass er jetzt unfair wäre. Er ist für alle gleich, vor allen Dingen in dem Moment. Und insofern wirklich auch prädestiniert, um gute Schießergebnisse abliefern zu können. Ja, am Wochenende gab es hier so ganz leichte Winde, aber eben wechselnde, war auch schwierig. Es sind viele, viele Fehler geschossen worden. Und hier vorne Marte Krogstad Johansson. Steht sehr breit im Anschlag, breitbeinig da. Groß gewachsen und das ist Janina Hettich-Walz. Ganz oben ihre Scheiben eingeblendet. Zweiter Treffer, dritter Treffer. So, jetzt muss sie nachladen. Klappt prima. Schnell durchgeführt, schnell getroffen. Gut gemacht in dieser Situation. Gut gelöst von Janina Hettich-Walz. Gestern hier nochmal mit im Training gewesen. Zu dritt waren sie da nochmal am Schießstand. Sie, Sophia Schneider, die ja nicht mit tun kann, und Franziska Preuß. Und haben eben auch das nochmal geübt, diese Nachladevorgänge. Also, hat sie gut gemacht. Ja, ein Nachlader ist immer drin. Sie wählte natürlich das Risiko. Hat dann 33 Sekunden benötigt, um alle Ziele zu treffen. Die schnellste Johansson hier mit 22,5 Sekunden hat dann doch einen deutlichen Vorsprung von 11 Sekunden, der sich auch in der Zwischenzeit niederschlägt, herausgearbeitet. Also Norwegen ganz vorne vor Rebecca Passler für Italien. Lou Jamono für Frankreich an 3, dann Wobornikova. Und auf der 5 dann Janina Hettich-Walz, 11,2 Sekunden. Also voll mit im Geschehen, die deutschen Staffeldamen. Zum Auftakt dieser Saison. Jetzt wird man sich als Trainer natürlich wünschen, dass Janina diese Lücke nach vorne schließen kann, damit sie eben mit der Spitzengruppe vielleicht ankommt. Aber diese 11 Sekunden gegen die Norwegerin, die sehr stark unterwegs ist, auch auf der Strecke, ist natürlich nicht einfach auf dieser kurzen Runde herauszuholen. Ja, da haben wir sie mal groß im Bild. Und dann schauen wir noch mal über die Schulter weg hier. Ah, der war sehr schnell im Rhythmus. Der vierte Schuss, man sieht ihn sehr deutlich links tief. Aber das ist eben dem Risiko geschuldet, hat es hier hervorragend gemacht und weiter geht's. Ja, so 7, 8 Sekunden braucht man circa für einen Nachlader. Ja. Wenn es so flutscht wie bei ihr eben. Ja, dadurch, dass es nicht so kalt ist, Wochenende, kann man heute deutlich besser nachladen. Am Wochenende war es bei den Mixstaffeln doch schon wirklich kalt. Und dann eben diese kleine Patrone dort einzuführen, ist dann eine besondere Herausforderung. Alle, alle, Hals hier durch den Wald. Becker Passler mit der 5.
Und da kommt Janina Hettich-Weiz. Die jetzt da ganz alleine laufen muss. Das ist nicht so einfach. Vorne pushen sie sich vielleicht. Italien will vielleicht vorbei an Norwegen und gibt Gas. Und Janina muss da ganz alleine kämpfen. Italien jetzt tatsächlich vorbei an Norwegen. Und Frankreich auch noch. Hinten dran, ja, Lucia Monod mit der 1, ja. Ist hier mit dabei, rechts von zweiter Position. Da haben wir sie. Jetzt also Passler, Johansson, Jamono. Das ist die Reihenfolge. Lou Jamono aber jetzt vorbeigehuscht an der Norwegerin. Und da sieht man den Effekt. Ja, super. 10,5 hat sie den Abstand gehalten zur Führenden. Läuft gut, Janina. Komm, weiter. Zum ersten Wechsel hin. Hier die Schwedin Anna Magnusson. 3 Nachlader gebraucht bislang. Norwegen hat sich hier schadlos gehalten, alles getroffen, keinen Nachlader gebraucht. Ebenso Rebecca Passler für Italien. Während wir hier Anastasia Tolmatscheva sehen, die für Rumänien unterwegs ist. Auf einem guten 9. Platz für die Norwegerin. Französinnen haben im vergangenen Jahr den Staffel-Weltcup gewonnen. Wo Filzen-Antols gewonnen. Und hier in Östersund, da waren sie Zweite. Hinter Norwegen, die die Staffel vor einem Jahr hier gewonnen hat. Ja, und Sverre Röseland, glaube ich, da links erkennen zu können, feuert Janina an, die das nach wie vor sehr gut macht. Gefällt mir gut, wie sie hier kämpft. Ran kommt sie nicht, aber sie kämpft wirklich. Ja, sind immer diese Positionen, wo es dann über eine Kuppe geht. Da heißt es immer noch mal drüber ziehen und die Erinnerung noch mal an die Technik, Oberkörperhaltung. Das sind dann so diese Motivationsschübe, die dann vielleicht noch mal ganz gut tun. Und dann ist es gleich soweit für Selina Grotjan. Weltcup-Staffelpremiere für sie. Da wird sicher ein wenig Aufregung mit im Spiel sein. Aber so ein wenig muss das auch. Chamonot, richtig viel, richtig stark. Eng beieinander die ersten 4 Staffeln. Jetzt hat sie ein wenig verloren, also da haben sie vorne noch einmal auf die Tube gedrückt. Und die Schwedin, 22,5 Sekunden. Hat 6 Sekunden gut machen können nach dem 2. Schießen. Aber schon in der defensiven Position. So, da heißt es sich bereitstellen. Mit der 7 haben wir hier die Tschechin gesehen. Jessica Jislova, die an zweiter Position da ins Rennen gehen wird. Ja, die Startläuferin Bobornikova ja nach dem 2. Schießen an 4. Position. Also sie sind hier gut mit dabei. Für Frankreich jetzt Chloé Chevalier. Für Norwegen Junia Arne Kleif. Und mit der 5 für Italien jetzt Dorothea Wierer. Und dann der Wechsel in der deutschen Staffel. Janina Hettich-Weiz übergibt an Selina Grotjan, der wir viel Spaß wünschen, viel Glück wünschen, ein gutes Rennen. Einfach so anknüpfen an das, was sie am Wochenende getan hat. Mit einer zum Einstand wirklich sehr ordentlichen Laufzeit im Einzel, im schwierigen Einzel hier von Östersund. Am Schießstand, da hat es zu Beginn des Rennens nicht ganz so funktioniert. Wurde immer besser auch hinten raus. Also das ist schon jemand, der die Mannschaft verstärken kann in der Perspektive, ganz bestimmt. Janina hat hier eine gute erste Position übernommen, gemacht. Gute Leistung gebracht, da kann man gar nichts sagen. Sie musste da auf der letzten Runde alleine kämpfen, hat sich aber da nicht beirren lassen, hat alles gegeben. Und zu Grotjan, ich habe ihr beim Anschießen etwas zuschauen dürfen. Sie hat so hervorragend angeschossen. Sie hat 96, 97 Ringe geschossen im liegenden Anschlag für die Kenner. Also das war wirklich auf dem Daumennagel zusammen. Sie hat stehend nicht außerhalb der 6 geschossen, also wirklich ganz, ganz tolles Anschießen von Selina Grotjan. Deshalb bin ich auch sehr zuversichtlich, wie Laura Dahlmeier auch, dass die das heute schon machen wird. Und dann sind wir eben sehr gespannt, wie sich hier fügt.
und wie ihre Leistungen sein werden am Schießstand und lassen Sie einen Moment mit den Bildern alleine. Biotin-Booster. Mehr Energie mit Bioenergie für dein Immunsystem. Mit Vitamin C. Für Muskeln, Knochen und Gelenke. Braucht 5 Äpfel. Gut, dass Lavita gibt. Für die Gesundheit der ganzen Familie. Mit Obst, Gemüse, Kräutern, Ölen und allen wichtigen Vitaminen und Spurenelementen gibt's nur direkt bei Lavita. Da sehen wir nochmal in der Wiederholung den Wechsel der Französinnen Lou Jeanmonod auf Chloé Chevalier, dann der Blick nach hinten, um rüber zu rutschen, auf die Seite, niemanden zu behindern. Und da hinten nimmt Dorothea Vira das Rennen auf für Italien. Da sind wir gespannt. Schon am Wochenende haben wir große Augen gemacht, dass sie hier am Start war. Vor allen Dingen auch beim Einzel in der Vorwoche noch hohes Fieber gehabt. Aber wie hast du gesagt, das ist Doro. Das ist Doro. Südtiroler Blut. Das geht nicht so schnell kaputt anscheinend. Ich kann die... Haben wir schon öfters erlebt, dass sie sagt, nein, ich bin nicht, und wir sehen, was sie schön laufen, ich bin nicht gesund, aber ich laufe trotzdem eigentlich verantwortungslos, muss man schon ein bisschen schimpfen, weil aus einer Entzündung oder aus einem Fieberlaufen, ja, da kann ja alles Mögliche bis hin zu Herzschäden führen. Chloé Chevalier bestimmt hier das Tempo. Direkt dahinter Juni Arnekleif, die ja im vergangenen Jahr schon mit im Weltcup-Team war, zumindest hier in Östersund und dann auch in Oslo zum Weltcup-Finale und auch bei der WM schon in der Mannschaft der Franzosen war, auch sie 24 Jahre erst alt. Verstecke nach vorne. Aus Lillehammer. Okay, top, jawohl. Schön flüssig bleiben, Übergang nehmen. Ansonsten mit Schweden mitlaufen. Komm, hopp! Ja, dann haben wir Jens Filbrich mal gehört auch. Den neuen Lauftrainer. Für die Technik zuständig, fürs Laufen zuständig. Hat richtig Spaß an diesem Job, hat er immer wieder gesagt. War viel unterwegs, auch zwischen den einzelnen Stützpunkten. Viel Analyse gemacht. Technikarbeit. Und das tut der gesamten Mannschaft gut, das nochmal aufzunehmen. Natürlich schielt man immer rüber zu den anderen Nationen auch. Aber man muss da sehr auch bei sich bleiben, das Potenzial eben ausschöpfen. Und da tun eben auch solche neuen Impulse sehr, sehr gut. Das sind so Stellschrauben, ich finde, die der DSV da sehr, sehr gut geregelt hat und nachjustiert hat. Allen voran Felix Bitterling eben als neuer sportlicher Leiter für das DSV-Biathlon-Team. Und wir sind sehr gespannt und hoffen doch sehr, dass sich das so in diesem Maße ein wenig fortsetzt und stabilisiert. Selina jetzt von Schweden überholt, aber Selina ist in der Tat schon aufgefallen durch ganz klasse Renneinteilung im Juniorenalter. Ist jetzt natürlich vielleicht etwas anders hier, aber sie kann es sich ein Rennen gut einzuteilen und vor allen Dingen auf der letzten Runde noch mal schneller zu laufen. Ich gehe mal jetzt davon aus, dass sie da hier schon auf ihr Gefühl hört. Viele Jahre Erfahrung hat sie nicht, aber ich schätze sie schon so ein, dass sie genau weiß, wie sie hier laufen muss, um erfolgreich bestehen zu können. Ja, fühlt sich sehr wohl und aufgenommen in der Mannschaft der deutschen Frauen. Selina Grozian hat den Einsatz im vergangenen Jahr zum Weltcup-Finale richtig genossen. Das war ganz besonders, hat sie gesagt. Und sowas motiviert natürlich diese jungen Athletinnen. Und jetzt hat sie eben die Chance in der Konstanz über viele Rennen hinweg zunächst einmal, ja, sich zu zeigen und sich zu messen. So bleibt da aber an den Skienden von Lynn Persson. Tut sie auch gut daran, ja. Kann sie etwas Kraft sparen vielleicht und hat in der Gewissheit, dass sie hier eine gute Läuferin vor ihr hat, auch ein gewisses Selbstbewusstsein dann, wenn sie an den Skistand kommt. Sie kann das eben gut einschätzen, ja, wie die Ski laufen, wie ihre Form ist, was der Körper sagt, mit so einer Spitzenathletin mitzulaufen. Wir haben es ja vorhin gesehen bei Jenina Hettich-Walz, die da alleine gelaufen ist, immer ein bisschen, du hast es ja geschildert und erklärt, ein bisschen was anderes ist. Ja. Vorbei hier an der Haupttribüne. Während der Woche hier haben sich so circa 1500 Zuschauer eingefunden. Das wird am Wochenende sicher noch stimmungsvoller, wenn es wieder in die Einzelrennen geht, in die Sprints und dann die Verfolger, die hinten dran hängen. Arnekleif, Chloé Chevalier.
Da haben wir mal den Blick rein auf diese Orientierungsfähnchen für die Athletinnen. Wie sich der Wind hier bewegt, hat sich's verändert zum Anschießen. Jetzt also liegender Anschlag. Naja, wird etwas justiert bei rechts von der Tschechin. Und wieder zurück. Ja, Nachlader bei den ersten drei Nationen. Da haben wir sie, Selina Grotjan. Parallel schießt ja mit Lynn Persson eine Athletin, die keinen klassischen Schießerinnen hat. Ah, sehen wir jetzt nicht. Komm. Ah, die letzte bleibt hängen. Ja, und jetzt hat sie ein kleines Problem mit dem Nachführen der Patrone. Das sind die Momente, wo es gilt, ruhig zu bleiben. Aber das hat sie auch hier ordentlich gemacht. Wichtig eben, dass die Scheibe dann fällt und nicht weitere Nachlader hinzugezogen werden müssen, gebraucht werden. Also kommt hier mit einem kleinen blauen Auge davon, Selina Grotjan. Schauen wir mal auf den Abstand. Ein paar Plätze verloren, siebter Rang jetzt. Fünfte waren sie nach dem Wechsel. Jetzt also auf Position 7, aber 25,5 Sekunden. Da ist nach wie vor alles drin für das deutsche Quartett. Ja, so ein Nachlader, der kostet einfach Zeit. Sie hat insgesamt 45 Sekunden benötigt. Das ist natürlich 15 Sekunden länger wie die im Augenblick schnellste am Liegendanschlag, die Polin Macka. Alle anderen hatten ja auch einen Nachlader, aber dieser Hakler und das Herausfallen der Patrone, das hat sehr viel Zeit gekostet. Ja, die folgenden Athletinnen hier alle mit sehr guten Schießleistungen. Chloé Chevalier, die Französin, vorneweg. Jislova aus Tschechien hält sich hier hervorragend. Auch Arne Kleif für Norwegen, Dorothea Wierer. 4,5 Sekunden nur zurück vor Chevalier. Also die ersten vier ganz eng beieinander. Lynn Persson dann auf der 5 mit 11,5 Sekunden Rückstand. Und die hat mit ihren Schwierigkeiten, die sie hat an der Schulter, ein spezielles System, ich habe es angedeutet, die kann den Schießrimmel nicht klassisch am Oberarm einhängen, sondern in einer Art Rucksackgestell und hat hier hervorragend gearbeitet. Es ist deutlich schwieriger, so zu schießen. Hier sehen wir Selina Grotjan. Den Fehler konnte man natürlich jetzt auf diese Entfernung nicht sehen. Und das Problem war einfach jetzt, dass sie hier diese Nachladepatrone dann wieder rauskicken musste erstmal, um sie wieder neu einzuführen. Das kostet einfach Zeit. Ja, ist schon auch ordentlich Bewegung in den Fähnchen. Schauen Sie mal vorne links, die tänzelt im Wind. Weiter hinten ist es wesentlich ruhiger. Gilt alles zu beachten. Und dann sind wir wieder draußen auf der Strecke. Tief verschneit das Ganze. Tolle Bilder hier aus dieser Winterlandschaft. So, jetzt hat Juni Arnekleif mal die Führungsarbeit übernommen. Dann Jislova, dann Chevalier. Alle hier eng beieinander, wechseln sich da vorne ab. Dorothea Wierer mit 12 Sekunden Rückstand. Ja, hat verloren. 8 Sekunden knapp. 7,5. Und dann haben wir hier Lynn Persson. Schön nach vorne orientieren. Super durchgekommen. Jetzt hier liegen. Komm. Sehr schön, dass Selina Grotjan jetzt die junge Schweizerin Baserga überholt hat. Sie war doch 6 Sekunden circa hinten, hinter der Schweiz. Nach dem Schießen hat sie gut gemacht. Ja, auf die Spitze 3 Sekündchen verloren, aber eben eine Position gut gemacht. Gibt auch das ein gutes Gefühl, mit dabei zu sein, dagegenhalten zu können. Und das ist das Führungstrio. Ja, auch Juni Arnekleif hier im Einzel mit 3 Fehlern, aber es waren offensichtlich wirklich schwierige Bedingungen am vergangenen Wochenende. Dorothea Wierer und dann leuchtet hinten schon der gelbe Anzug von Lynn Persson.
die eben diesen Rucksack, wie du erwähnt hast, unten drunter trägt und dann an ihrer linken Schulter, also von ihnen aus gesehen rechts, wo sie hier gerade vorbeiläuft, ein kleiner Haken, der da rausschaut und den sie dann diesen Riemen einhängt. Selina Grotian konnte sich schon ein wenig absetzen von der Schweizerin. Hat es ja spät erfahren, dass sie hier mittun muss. Heute Vormittag erst, als klar war, dass Sophia Schneider mit Halsschmerzen doch lieber aus dem Rennen gelassen werden sollte. Und wie Laura Dahlmeier zu Beginn gesagt hat, vielleicht gar nicht so schlecht, dass du nicht ganz so viel nachdenken kannst, eine Nacht noch mal drüber hast, sondern dass du sehr fährst, deine Sachen packst und los geht's. Alin Persson gefällt mir sehr gut. Die Schwedin mit ihrer Schulterverletzung kann sie doch sehr gut hier laufen. Ja, es bleibt aber ein kleines Wabonspiel für Lin Persson. Ob das so während der kompletten Saison so gut geht. Mit der Schulter müsste eigentlich noch mal operiert werden. Ja, es kann sein, dass sie operiert. Also da muss man abwägen. Johannes Lukas hat mir erzählt, wenn sie operiert werden müsste, dann ist es sogar fraglich, ob sie den Biathlonsport weiter ausüben könnte. Insofern ist das jetzt eine Sache, die die Zeit bringen wird. Und ja, ich hoffe, und wir alle hoffen natürlich, dass Linda weiter Biathlon machen kann. Hier also im heimischen Östersund die schwedische Mannschaft. Wie erwähnt, mit dem Sieg in der Single-Mix-Staffel. Siegfried Massé hier am Glas für die Norwegerinnen. Sieht hier Juni Arnekleif reinlaufen. Hat sich da noch ein Stück weit absetzen können von den beiden anderen. Von Jislova und Chloé Chevalier. Ja, die Französin. Ganz starkes Schießen. Hervorragend. Richtig gut gemacht. Verschafft sich hier noch mal mehr Luft. Zumal Tschechien jetzt mit zwei Fehlern schon. Zwei Nachladern also. Was macht Chloé Chevalier? Und wann kommt Selina Grotian? Die Scheiben schon eingeblendet. Also ist sie schon da. Zwei Nachlader auch für Frankreich. Ja, schaut sie noch mal rüber. Hier ein Fehler, ein Nachlader, ging jetzt sehr zügig. Ja, oh, sehr gut. Und sie geht mit Lin Persson weg. Ja. Die kann sie jetzt vielleicht wieder ein bisschen ziehen. Vielleicht kann auch Selina vorbeilaufen. Ich habe gesagt, sie kann sich die Rennen gut einteilen. Also guter Auftritt von Selina Grotian insgesamt. Jeweils ein Fehler, tolles Nachladen eben. Ähnlich wie bei Janina Hettich-Walz. Richtig schnell, richtig flott. Jetzt auf der fünften Position. Nach dem dritten Schießen war es die siebte. Jetzt auf 5,47,1 Sekunden zurück. Aber knapp 20 Sekunden nur aufs Podium auf Frankreich, auf Italien. Und so schnell geht's. Frankreich jetzt tatsächlich mit der Strafrunde vorhin noch zum Stehenschießen um die Führung mitlaufend. Und jetzt bist du plötzlich hinten. Das ist eben dieser Biathlonsport, der so schnell die Dinge wieder ins rechte Licht. Ja, im Prinzip vom Start weg das Rennen mitbestimmt. Ja, super waren die. Und jetzt eben dieser Rückschlag mit der Strafrunde. Mit Nina Ermitz, die hier vorne steht, aus Estland. Ja, sind jetzt doch viele, viele Nachlader hier zu verzeichnen. Und jetzt raus aus der Strafrunde, Chloé Chevalier, siebte Position, 1,51 jetzt zurück, dies das französische Quartett. Viel Arbeit also für die beiden Starken, die noch kommen, Justine Bressas-Boucher und Julia Simon. Aber wir hören mal runter, Nils Karben hat eine erste Athletin, nämlich Janina Hettich-Walz am Mikrofon. Bitte.
Genau, und die hat sich auch schnell wieder warme Sachen angezogen hier im Schneegestöber von Östersund. Sie haben die Mannschaft gut ins Rennen gebracht. War diese Startposition, nach der, ich glaube, das kann man sagen, Enttäuschung im Einzel eine besondere Herausforderung für Sie? Ja, wir haben, ich finde Staffel ist generell immer eine Herausforderung, weil man fürs Team läuft. Aber wir haben uns die letzten Tage darüber unterhalten, wie man eine Staffel aufstellen könnte. Und ich habe auch gesagt, ich würde gern Start laufen, ich traue mir das zu. Ich habe es jetzt nicht ganz so gut gemacht, wie ich es mir erhofft hatte. Ich habe mich im Einzel doch deutlich besser auf der Strecke gefühlt. Aber ich glaube, mit einem ganz guten Schießen habe ich es noch einigermaßen gerettet. Nur ein einziger Nachleiter. War da ein bisschen mehr Herzklopfen als üblich mit am Start nach den drei Fehlern am Sonntag? Ich war jetzt schon sehr nervös und als ich dann schon gemerkt habe in der ersten Runde, ich muss extrem viel investieren, um nach dem Sturz wieder da ranzukommen, war ich am Schießstand schon etwas nervös, aber ich habe es dann geschafft, cool zu bleiben. Das kann man wohl sagen. Wir sind gespannt. Vielen Dank. Danke. Das war doch aber so ein und schauen Sie auf Selina Grotian, Lynn Persson, schon überholt, schon ein paar Meter zwischen sich und die Schwedin, die hier schon ordentlich beißt, wenn wir die Mimik richtig interpretieren. Mit der Startnummer 6 hier die Schweizerin, Amy Baserga. Auch die hat sie ja in der Runde zuvor schon überholt. Also Selina Grotian, läuferisch hat sie es angedeutet im Einzel, scheint auch heute in der Top-Verfassung zu sein. Schon auf Position 4 jetzt nach vorne gegangen, also insgesamt von 7 auf 4. Verliert ein wenig auf Norwegen, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Ich glaube, die Norweger haben jetzt in Richtung Material deutliches besseres Material als noch am Wochenende. Ähnlich eben wie vorhin angesprochen bei diesem Testwettkampf in Schuschön. Da ist schon wirklich ein flottes Brett unter den Füßen, definitiv. Ja, und Selina Grotian hat da auch wirklich viele, viele Sekunden auf Dorothea Wierer gut machen können. Ist hier auf dem Vormarsch. Diese zweite Position einer Staffel ist ja eigentlich auch die, die angreift, die für Tempo sorgen soll. Das Feld ein wenig unter Druck setzen. Der Situation war sie zu Beginn jetzt nicht, aber jetzt kommt sie eben aus einer hinteren Position und arbeitet sich hier ein um den anderen Platz nach vorne. Vanessa Vogt wird die nächste sein. An Position 3. Ja, nochmal ein wenig Blut in die Fingerspitzen, ein wenig Wärme. Auf diesen kurzen Runden ist eine Erwärmung, eine vollständige Erwärmung eben extrem wichtig. Denn wenn du schnell losläufst, dann zieht sich das Blut Richtung Herz zurück und dann gibt es kalte Finger. Also du musst wirklich warm sein. Und jetzt hat sich schon gleich Dorothea Wierer eingeholt, die Selina Grotian. Ist ja immer auch, wenn du so ein Ziel dann da vor Augen hast, dass die eine überholt, dann siehst du die nächste. Und holst alles raus, was geht. Norwegen mit dem nächsten Wechsel. Justine Presas Boucher also unterwegs. Zweite Laufzeit im Einzel gehabt, aber eben diese vier Fehler ist allerdings in der Topform. Justine Presas Boucher. Und mindestens genauso stark zurückgekommen nach der Babypause, wie sie schon vorher unterwegs war. Und hier haben wir, geht sie innen durch, wie beim Autorennen. Dorothea Wierer macht da aber auch sehr fair Platz, lässt die Lücke offen für Selina Grotian, die nochmal um einen Platz nach vorne geht. Und jetzt an vierter Position wechselt. Gratulation, klasse erste Staffel zur Premiere für Selina Grotian. Hat sich hier bewährt und schickt Vanessa Vogt an Position 4 auf die Reise. Hervorragende letzte Runde. Sie hat Dorothea Wierer 19 Sekunden abgenommen auf der Strecke. Ist hier die drittschnellste letzte Runde gelaufen. Nur 2,5 Sekunden hinter Arne Gleif. Also ganz hervorragend. Sie weiß, sich ein Rennen einzuteilen. Das macht sie schon ganz hervorragend. Und an Selina werden wir noch viel Freude haben. Mit ihren 19 Jahren kommt sie hier wirklich gut rein in diesen Weltcup-Winter. Also, Norwegen führt vor Tschechien, das sind schon 37 Sekunden. Dann Schweden, 47,8 Sekunden. Also, Lynn Persson hat sich da noch mal knapp vorbeigeschoben an Selina Grotian vor dem Wechsel. Aber die sind eben sehr eng beieinander jetzt.
Elvira Öberg, die schnellste aus dem Einzel mit Vanessa Vogt. Da hat sie ordentlich zu tun, die Vanessa Vogt. Und da hinten die weiteren Wechsel jetzt für Polen. Daria Gembicka. Das war natürlich ein schlechter Wechsel, die stand, bis die andere schon vorbei waren. Normal nimmst du ein wenig Schwung mit, damit man nicht so viel Zeit verliert und nicht von null loslaufen muss. Und sehr explosiv, jetzt huscht sie da aus dem Bild. Margeta Davidova für Tschechien an dritter Position unterwegs. Und hier haben wir nochmal den Wechsel der Norwegerinnen. Junia Arnekleif also auf Caroline Offigstad Knotten. Wie wir groß im Bild sehen. Beste Norwegerin im Einzel. Wieder als Vierte ins Ziel gekommen. Das hat sie im gesamten vergangenen Winter nicht geschafft, so eine Position. Beste Norwegerin gewesen und jetzt fester Bestandteil neben Ingrid Landmark-Thandrevold im norwegischen Team. So, 37 Sekunden war der Vorsprung. Aber auch Tschechien jetzt eben mit Margeta Davidova, einer ganz starken Athletin. Unterwegs, jawohl, dann Elvira komm, Öberg. Lass dich nicht aus den Augen, ja? Guter Rhythmus. Und dann kommst du nochmal hin. Jawohl, komm. Jawohl, auf. Vanessa Vogt. Und an ihren Skienden mit der Startnummer 5 für Italien, Samuela Comola. Die Startläuferin war bei den Weltmeisterschaften in Oberhof, als die Italienerinnen dort sich Gold sicherten. Comola, Vira, Auchenthaler und Vitozzi. Ja, Vanessa Vogt muss aufpassen, dass sie sich nicht zu sehr übernimmt in der ersten Runde. Natürlich, Elvira Öberg, man ist verleitet, dass man da mitläuft, aber da ist schon noch mal eine Klasse Unterschied im Laufen. Also auf den eigenen Körper hören, die eigene Leistung einschätzen, wie immer, dann ist es ratsamer. Denn man sieht, wenn man zu schnell angeht, das rächt sich spätestens dann auf der letzten Runde. Ja, Vanessa Vogt, die eben auch mit diesem erfolgreichen Wochenende und dem Podestplatz im Einzel auch in einer wirklich sehr, sehr guten Form, hat gestern hier mal das Schießen ausgelassen. Am Montag nach dem Wochenende haben sie alle geschossen, aber gestern dann lieber mit den Skiern draußen im verschneiten Wald unterwegs gewesen. Neu sammeln, neu Anlauf nehmen für die Rennen, die da jetzt eben anstehen. Dieser Teamwettbewerb, wie wir immer wieder gehört haben und hören, ist immer etwas Besonderes und dann eben Sprint und Verfolgung zum Wochenende hin. Davidova war 14,8 Sekunden vor Vanessa Vogt. Ah, und da kommt schon ja, Elvira Öberg. Ja, die sich hat absetzen können, beziehungsweise Vanessa Vogt hat es in der Tat nicht angenommen und hat sich nicht dran gehängt, sondern hat sie ziehen lassen. Und hinter ihr jetzt Samuela Comola eben für Italien. Vanessa holt aber im Vergleich zur Spitze auf Norwegen 4 Sekunden. Also das Tempo durchaus ansprechend. Auch das von Vanessa Vogt. Ja, hat ja nach dem Einzel im Interview Vanessa Vogt gesagt, da hätte ich mir ein bisschen mehr zutrauen können. Auf den ersten ein, zwei Runden, da habe ich mich ein bisschen zu sehr verhalten bewegt. Also die Laufform stimmt auch bei ihr. Und die Trainer hier am Schießstand im Schneegestöber. Fünftes Schießen insgesamt, liegender Anschlag für die Athletinnen an Position 3. Caroline Offigstad Knotten, 28 Jahre alt, erfahrene Athletin, aber noch mal einen richtigen Schritt gemacht in den letzten ein, zwei Jahren.
Ah, Glück hier mit dem Randtreffer rechts tief. Oi, jetzt braucht sie den zweiten Nachlader. Fast auf dieselbe Stelle, auch rechts hoch, der Fehler. Davidova ist da. Jetzt auch Elvira Öberg, aber dann hat sie es erledigt. Mit zwei Nachladern geht sie raus. Und dann haben wir Vanessa Vogt groß im Bild. Justiert mal nichts. Ja, alle fünf abgeräumt, schon im Einzeljahr, alles getroffen, 20 Treffer gelandet, also in der guten Form hier am Schießstand. Vanessa Vogt, ohne Nachlader, viel Zeit gespart. Markéta Davidová, Sie sehen es, aus Tschechien ganz unten, noch am Schießstand, muss auch in die Strafrunde. Hat noch eine Patrone, um die zweite zu vermeiden, da haben wir sie groß im Bild, das gelingt ihr. Aber auch sie muss jetzt eben abbiegen, ähnlich wie die Französin zuvor. Also Knotten vor Öberg und Vanessa Vogt an Position 3. 29,6 Sekunden ihr Rückstand auf die Norwegerin, eben durch dieses gute Schießen. Hat die Situation genutzt, wo vorne die Fehler waren, die Nachlader, und hat sich jetzt da vorne rangeschoben. Elvira Öberg an zweiter Position. Ja, man sieht schon jetzt den Wind, hinten rechts die Fähnchen. Er ist doch etwas aufgefrischt, ja. Macht es nicht einfach für die Athletinnen. Ist auch der Grund, warum eine klasse Athletin wie Davidová da plötzlich Probleme bekommt. Und sich jetzt hier an Position 5 einreihen muss. Eine Strafrunde, 7 Nachlader bei Tschechien. Und macht es auch nicht einfacher für Justine Brezaz-Bouget. Ja. Ah, ja, schon. Da, sie weiß nicht recht, was habe ich jetzt falsch gemacht. Ich habe doch justiert. Ach, ich lasse es jetzt mal. Ist natürlich ungut, die ersten beiden schon daneben zu schießen. Ja, und jetzt gar noch die dritte. Also 3 Nachlader für 3 Ziele bei Justine Brezaz-Bouget. Droht auch hier die Strafrunde. Dann hörst du das Rascheln drumherum, wie die anderen wieder weglaufen. Auch die Österreicherin jetzt unterwegs. Ja. Ein harter Kampf für Justine Brezaz-Bouget, hat das aber mental hier gemeistert, diese Situation. Aber es ist natürlich ein weiterer Rückschlag für die französische Mannschaft. 3 Nachlader, viel, viel Zeit liegen lassen. Schauen wir mal, wo sie hier dann wieder reinkommt, an welcher Position im Rennen. Vanessa Vogt sehen wir hier nochmal. Ja, etwas Glück vielleicht bei dem letzten, aber es ist eine hervorragende Serie. Sie hat hier auf Schweden gut gemacht, sie hat vor allen Dingen 19 Sekunden auf Norwegen gut gemacht. Sie hatte einen Rückstand von 29,6, jetzt 32,4 auf die 5 auf die Spitze. In Ordnung. Ja. Lauf dein Rennen, Vanessa. Haben wir noch mal die Norwegerin. Hofvigstad Knotten und dann hier Elvira Öberg, die auf dem Vormarsch ist, schon ein paar Sekunden hat gut machen können. 23,1 nur noch hinter der Norwegerin. Und dann kommt ja noch ihre ältere Schwester, da kommt ja noch Hanna Öberg hinten drauf. An Position 10, also jetzt die Französinnen zurückgefallen, 2,47,5 Sekunden der Rückstand. Davidová an 4. 40 Sekunden Rückstand auf Vanessa Vogt, die momentan einen Podestplatz hält. Und da haben wir die Schlussläuferin für heute. Da haben wir Franziska Preuß. Eine besondere Challenge für mich, hat sie ja nochmal gesagt, wenn sie den Beitrag im Vorlauf gesehen haben. Vanessa Vogt beim Staffelsilber in der WM 21 in Pokljuka. Da war sie auch die Schlussläuferin.
Also sie kann die Position 4, ganz klar. Aber es sind andere Umstände, wie sie jetzt in den Weltcup zurückgekommen ist. Also drücken wir ihr die Daumen, dass es ihr heute ähnlich gut gelingt wie im Einzel. Franzi, nur auf Trainerentscheid hier, gar nicht qualifiziert. Ja. Sondern die Trainer haben gesagt, wir haben das Vertrauen in dich, du machst das. Und das Vertrauen wurde zu 100% bestätigt. Das ist schon eine schwierige Situation für sie gewesen. Hat sie auch gesagt, da war ich schon knapp dran, vor dem Winter noch unmittelbar auch die Flinte ins Korn zu schmeißen. Weil sie eben durch diese Qualifikation dann musste. Ja, hat sie aber alles bestanden. Und wie, muss man sagen, im Sommerjahr. Aber reden wir später noch ein wenig über Franziska Preuß. Im Sommer mit 3 Siegen ja bei den deutschen Meisterschaften. Aber dann lief es dennoch nicht so ganz rund weiter. So, wir bleiben bei Vanessa Vogt. Auf ihrem Weg zum zweiten Schießen. 33,6 sind es jetzt. Verliert unwesentlich 1,1 Sekunden. Ja. Ja. Das ist alles im Rahmen. So ist es richtig. Nichts übertreiben, da stehen, schießen, noch absolvieren, um dann vielleicht in der letzten Runde auch noch mal Gas geben zu können. Und Elvira Öberg hat ihren Rückstand auf Knotten unter die 20 Sekunden gedrückt. Da haben wir sie groß im Bild. Caroline Offenstadt-Knotten. Schon wieder hier zurück. Kurze Laufrunden, wie erwähnt, 2 Kilometer nur. Und der Applaus, den Sie im Hintergrund hören, der gilt natürlich ihr. Der gilt Elvira Öberg. Und die will gewinnen und die wird riskieren. Ja. Sie läuft jetzt auch wirklich das maximale Tempo, das man sich eben erlauben kann. Vielleicht und hoffentlich aus ihrer Sicht natürlich, um fehlerfrei zu schießen. Aber sie muss jetzt riskieren, wenn sie gewinnen will. Weiß natürlich um ihre Laufform mit der schnellsten Zeit im Einzel. Aber es muss trotzdem, es muss alles passen. Was gelingt ihr jetzt? Vorhin hat sie die Tür aufgemacht mit den 2 Nachladern. Viel Bewegung in der Waffe. Oh, der letzte war zügig durchgezogen, aber eben 2 Scheiben stehen lassen. Die Chance für Elvira Öberg und auch für Vanessa Vogt. Und das ist der große Jubel. Elvira Öberg schnappt sich die Führung hier. Und was gelingt Vanessa Vogt? Probleme jetzt bei der Norwegerin. Ja, bravo. Ja, 10 Schuss, 10 Treffer von Vanessa Vogt. Knüpft also an die Leistungen an vom Einzel und geht jetzt hier mit der Norwegerin zusammen raus. Vanessa Vogt auf die letzte Laufrunde. Überragende Vorstellung, Christian Mehringer, der kann da sehr, sehr zufrieden sein mit dem Auftritt seiner ersten 3 Athletinnen bis hierher. Sind hier voll mit im Geschäft. Marketa Davidova. Die heute keinen guten Tag erwischt hat am Schießstand. Ah, komm Marketa. Ja, neben ihr die Italienerin Samuela Comola. Auch da blinkt der rote Kreis um die schwarze Scheibe. Auch da 2 Nachlader. Heißt für Vanessa Vogt, der Vorsprung wird deutlicher gegenüber diesen beiden Nationen. Marika Gasparin hat sich jetzt daneben dran gestellt. Neben die Italienerin, die jetzt eine Strafrunde produziert. Eine weitere Staffel also hier mit den Italienerinnen, den Weltmeisterinnen, die hier in die Strafrunde müssen. Aita Gasparin hat alles abgeräumt, kann sich also hier vorbeischieben und eine Position gut machen können. An Position 5 hinter Marketa Davidova. 2 Strafrunden jetzt sogar für Italien, für Samuela Comola. Das ist bitter. Und ein überragendes Schießen von Vanessa Vogt. Sie war die schnellste am Schießstand mit 27,2 Sekunden, die sie vom Betreten der Matte bis zum Verlassen der Matte benötigte. Ja, und da kann man zu Recht applaudieren. Jan Wüstenfeld, Marin Hammerschmidt. Genau, die da draußen das alles hier beobachten. Schaut sie noch mal
über die Schulter Vanessa Vogt und dann geht's raus hinter der Norwegerin her. Und dann bin ich gespannt, wie das ausgeht da auf dieser letzten gemeinsamen Runde. So, Elvira Öberg, die zieht jetzt da vorne ihre Kreise und wir können schauen, ob sie auch davon zieht. 18,3 waren's und Vanessa Vogt, das sehen wir hier, kann da nicht ganz folgen. Vanessa, nochmal ableiten mit dir, komm! Ab nochmal, komm! Jetzt wird's schwierig für Vanessa Vogt. Sie ist übersäuert, weiß, ich muss aber durchkämpfen. Das sind so letzte Runden, die tun besonders weh. Die Oberschenkel brennen, die Lunge brennt, die Arme wollen nicht mehr so richtig. Es ist auch nur noch so ein Hinstapfen von den Füßen, von den Beinen, kein Abdruck mehr. Also sie kämpft jetzt hier schon bei 100% und da geht es nur noch darum, so wenig Zeit wie möglich zu verlieren. Ja, und aus der Kabine heraus wollen wir Selina Grotjan noch mal gratulieren. Die steht jetzt bei Nils Kaben. Bitte, Nils. Ja, die Glückwünsche geben wir gerne weiter. Herzlichen Glückwunsch, Selina, zu einer gelungenen Premiere in der Staffel hier im Weltcup. Viel Zeit aufgeregt zu sein hatten Sie ja gar nicht. Wann haben Sie es erfahren? Heute um 8.30 Uhr stand ich im Bad, wollte mich eigentlich fürs Training fertig machen. Dann schaue ich so runter und dann steht da so eine Nachricht vom Kri. Ich dachte schon, okay, jetzt ist bestimmt die Staffel und ja. Und ist das Grund zur Freude oder ging dann das Herzklopfen los? Eher erstes Herzklopfen. Ich habe mich gar nicht so vorbereitet, die Runde noch nicht mal angeschaut. Ich war ja auch gestern, hatte ich einen Ruhetag. Also eigentlich ganz entspannt und war dann eher erstmal Herzklopfen, wie ich das jetzt alles hinbekomme. Aber dann kam dann doch eher die Freude durch. Ja, hat ja auch wirklich toll geklappt. Was mir aufgefallen ist, Sie haben sehr schnell geschossen. Muss man dafür besonders cool sein? Erst recht, wenn man das zum allerersten Mal macht hier im Weltcup, oder? Ja, ich glaube, wenn man schnell schießt, dann ist es sogar besser, wie wenn man zu langsam schießt, ist meistens so. Und ich habe es jetzt die Tage eigentlich immer gut hinbekommen, auch im Training hat es immer super geklappt, anschießen auch. Der Einzel war halt leider jetzt ein bisschen blöd, aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich es drauf habe oder dass ich auch gut schießen kann und freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf den Sprint. Ja, wir freuen uns auch auf viele weitere Begegnungen hier, denn das hier, haben Sie gerade erzählt, ist auch eine Premiere gewesen. Gratuliere herzlich, auf bald. Danke. Und zurück ins Renngeschehen. Elvira Öberg schon vorbei. Knotten hier mit 22,7 Sekunden Rückstand verliert gegenüber die Schwedin. Das war zu erwarten. Und auch Vanessa Vogt verliert gegenüber der Spitze und auch gegenüber der Norwegerin, wie man ja deutlich im Abstand sieht. Dann hin also zu den letzten Wechsel. Entscheidende Phase. Nach wie vor der Podestplatz für das deutsche Team. Da gilt es für Franziska Preuß, den abzusichern. Können sie noch was nach vorne bewegen? Die Schwedinnen jetzt in der Position, wie man sich wünscht, mit diesen beiden wirklich sehr starken Schwestern. Hinten drauf Hanna Öberg, also jetzt, ich habe es gesagt, Single-Mix-Staffel schon gewonnen mit Sebastian Samuelsson. Jetzt also die letzte Läuferin für Schweden hier beim Heimweltcup. Bei der ersten Frauenstaffel dieses Winters. Für Norwegen jetzt Ingrid Landmark, Tandre Wold. Die wird auch noch was vorhaben. Und dann geht die Reise los. Für Franziska Preuß. Abgeklatscht von Vanessa Vogt. Nach dem tollen Wochenende sind wir sehr gespannt, wie sie hier auf dieser vierten Position zurechtkommt. Und Elvira Öberg hat sich hier völlig verausgabt, klasse Rennen gemacht. Die schwedische Mannschaft, nach dem zweiten Wechsel waren sie Fünfte, jetzt also an die Spitze geführt. Und dann begleiten wir hier Marketa Davidova raus auf die Strecke. Und lassen sie einen Moment mit ihr alleine, bevor sie zum Schießen kommt. Biotin-Booster. Mehr Energie mit Biohacking für dein Immunsystem. Magnesium für Muskeln, Knochen und Gelenke. Braucht 5 Äpfel. Gut, dass Lavita gibt. Für die Gesundheit der ganzen Familie. Mit Obst, Gemüse, Kräutern, Ölen und allen wichtigen Vitaminen und Spurenelementen gibt's nur direkt bei Lavita. So, Marketa Davidova kam natürlich zum Wechsel.
Haben Sie schön beobachten können. Tschechien also auf der vierten Position. Aber auch Davidova hat verloren gegenüber Schweden, Elvira Öberg. Und Ingrid Landmark-Tantrevold, das ist natürlich eine Gegnerin für Franziska Preuß, die da erstmal natürlich noch einen ordentlichen Abstand hat. Und der Wechsel hier für die Schweiz. Aita Gasparin auf ihre Beste, auf Lena Hecki-Groß, die das Rennen hier für die Schweiz zu Ende bringen soll. Guter fünfter Platz. Platzierung sehr gut, Abstand nach vorne natürlich schon 22, gewaltig. Ja. Jetzt haben wir hier schon die Überrundung. Oder eine Überrundung, ja, zur Anne Seite Berg geht. Ja, und sie geht dann auch regelkonform gleich raus aus dem Rennen. Es müsste Finnland gewesen sein. Ja. Und dann haben wir hier den Wechsel. Julia Simon jetzt unterwegs für Frankreich. Sechste Position. Die Französinnen mit Favoritinnen hier. 2,46 der Rückstand. Mit der Strafrunde und den 8 Nachladern. Eine schier unlösbare Aufgabe für Julia Simon, was das Podium angeht. So, Ingrid Landmark-Tantrevold. Ja, Abstand bleibt in etwa gleich zu Hanna Öberg. Versuchen, ein bisschen weiter vorzusteigen. Ja. Franziska verliert, genau. Oh, ja, verliert deutlich. Okay. Und drüber hier. Ja, 29,4 waren es auf 41,2. Johannes Lukas da links, der deutsche Trainer der Schwedinnen, der auch hier eine Außenposition eingenommen hat, um da nochmal Infos oder eben auch die Motivation reinzugeben. Ingrid Landmark-Tantrevold, die momentan die Leaderin eben ist in diesem Team, das sich gerade so verändert, der Norwegerinnen. In Norwegen gab es ja ähnliche Diskussionen wie bei uns nach Reuseland und Eckhoff Rücktritt. Da geht es jetzt nieder mit dem norwegischen Biathlon. Und die Erfolge waren da. 4 Athletinnen unter den ersten 10, genauso stark praktisch wie unsere Mannschaft. Also das ist schon erstaunlich und ist natürlich logisch, dass in Norwegen gute Athletinnen nachkommen. Eben auch junge Athletinnen, die dann eben gleich reinspringen und sich hier zeigen können und auch bewähren für das norwegische Team. Und Hanna Öberg hier ganz alleine vorneweg unterwegs. Jetzt kann sie in der Abfahrt schauen, wie groß der Abstand ist zu Ingrid Landmark-Tantrevold. Ja, und Franziska Preuß ist da in der Perspektive nach hinten verschwunden. Ja. Da kommt sie jetzt an den Trainern vorbei. Tantrevold läuft überzeugend, sehr überzeugend, hat 4 Sekunden gut gemacht von der Zwischenzeit jetzt bis zu diesem Punkt. Da muss das Material schon gut sein. Ich habe es vorhin gesagt, die Norweger bei diesen Verhältnissen wirklich hervorragend unterwegs vor 2 Wochen. Nochmal 1-2 Sekunden dazugekommen für Franziska Preuß. Das ist nicht so relevant. Wichtig wird jetzt das Schießen sein, dass sie da sauber durchkommt, wie es Vanessa Vogt, Selina Grotian vorgemacht haben. Vor allen Dingen aber eben Vanessa Vogt mit den 10 Treffern. Ja, der liegende Anschlag jetzt wirklich wichtig, damit man gegebenenfalls den Anschluss nach vorne halten kann oder Zeit gut machen. Im Augenblick sieht sehr gut aus. Die Windfahnen wehen zwar, aber nicht sehr heftig. Gute Bedingungen auf alle Fälle jetzt mal für Hanna Öberg. Stützungsriemen eingehakt. Und los geht's. Ja.
Oh, Glück hier, rechts hoch der Randtreffer. Ist genug da reingespritzt, um die Scheiben umzulegen. Diesen Kurvinnensystem hier in Östersund. In Drittland Markandrevold wittert hier ihre Chance. Risiko schießen. Alles treffen, die Linksschützin. Und hinterher. Hat sie ein paar Sekunden sich erarbeiten können. So, was macht jetzt Franziska Preuß? Nicht zu erkennen, ob sie etwas justiert hat oder nicht. Ja. Gutes Schießen auch von Franziska Preuß. Nicht justiert, alles getroffen, alles richtig gemacht. Boah, war das wichtig für Franziska Preuß, das hier mitzunehmen. Dieses Selbstvertrauen auch nochmal aus diesem Schießen heraus. 35,9 Sekunden sind's. Der Rückstand nach vorne auf Tantrevold sind's 25. Aber wichtig ist eben auch, den Abstand hier zu halten auf Tschechien. Mit der Schlussläuferin Lucy Charvatova, der goldenen Augenblende. Ah, links tief die Trefferlage, justiert bei rechts, das war jetzt nicht so gut, ah, aber sie trifft. Aber sie sieht es ja nicht, wo sie hin ist. Jetzt dreht sie wieder bei rechts. Oh Gott. Und hat die Trefferlage links. Das könnte jetzt wieder einen Fehler geben. Ja, ja, da ist er schon. Erste Strafrunde. Justiert genau in die falsche Richtung. Ja, alles ist klar. Und er hat sich rausgedreht. Er hat sich rausgedreht. Die Chance für Helena Ecke, ja. Hier nochmal einen Platz weiter nach vorne zu rutschen. So, jetzt ist auch Julia Simon schon da. Da muss sie sich sputen. Lena Hecki, groß, dass sie da wegkommt. Ja, Französin bleibt gar nichts anderes übrig. Zieht hier voll durch dieses Schießen, trifft alle fünf Scheiben und macht sich auf die Verfolgung der Schweizerin. 2,24 der Rückstand für Lena Hecki-Groß. Auf die Spitze. Knapp zwei Minuten also auf Franziska Preuß auf diesen dritten Rang. Die Podestplatzierung also greifbar. Mehr als greifbar, möchte man meinen. Aber es kann so viel passieren, haben wir alles erlebt. Ingrid Landmark-Kandrevold läuft das Tempo von Hanna Öberg. Und wie sieht's aus mit Franziska? Sie hatte 35,9 Sekunden Rückstand auf Öberg. Ja, verliert. Beim 1-1er genauso. Verliert deutlich. 8 Sekunden. Egal, den Platz jetzt erstmal absichern. Eventuell macht man vorne ja noch Fehler und nach hinten. Ja, da muss schon viel passieren. Wenn die beiden Nationen da noch rankommen wollen, Lena Hecki-Groß, Julia Simon. Das ist das Bild an der Spitze. Hanna Öberg und Ingrid Landmark-Tandrevold hat den ersten Platz da vor Augen. Ja, Ingrid in einer großartigen Verfassung. Ja. Definitiv auch technisch, wie sie hier läuft, ist wirklich eine Augenweide. Hat den Rückstand am Schießstand quasi halbiert. Von den Schießzeiten her war die schnellste Julia Simon mit 25,9 Sekunden. Vor Franziska Preuß mit 27,4. Immer vom Betreten der Matte bis zum Verlassen der Matte. Alles auch handgestoppt. Deshalb immer auch relativ zu sehen, aber es ist deutliche Tendenz. Und Tandrevold eben 30,8 Sekunden. Die Schwedinnen ja Olympiasiegerinnen,
in Peking mit der Staffel. Gehören immer zu den Favoritinnen. Damals ja die deutsche Staffel auf dem dritten Rang, eben auch mit Franziska Breuß. Damals allerdings auf der dritten Position. Denise Hermann-Wick damals auf der abschließenden, auf der vierten Position. Und Ingrid will natürlich jetzt ranlaufen, damit sie Druck ausüben kann. Muss allerdings selbst auch mit ihrem selbst auferlegten Druck dann zurechtkommen. 2,2 Sekunden hat sie übrigens von der letzten Zwischenzeit, von der vorletzten bis zur letzten Zwischenzeit wieder gut gemacht. Ja, Ingrid Landmark. Und dann gibt es ja eben auch noch diese kleine kurze Schlussrunde. Also muss man schon sehen, jetzt hier am Schießstand, was gelingt Hanna Öberg? Kann Ingrid Landmark-Tantrevold noch mal von einem Fehler der Schwedin profitieren? Und Franziska Breuß im stehenden Anschlag. Auch sie hatte ja null Fehler im Einzel, alles getroffen. Also da passt doch einiges zusammen. Showdown in Östersund bei der Damenstaffel zwischen Schweden und Norwegen. Da ist der Fehler und die Chance für Ingrid Landmark-Tantrevold. Schon der zweite. Kleines Nervenspiel. Strafrunde Schweden. Noch ist Franziska Preuß. Da hinten kommt sie jetzt um die Ecke. Sieht, dass die beiden hier immer noch stehen. Eine reine Nervenschlacht. Ja. Der Wind hat hier keine Rolle zu spielen im Augenblick. Und es profitiert Ingrid Landmark Tantrevold. Und Schweden muss treffen, sonst ist der zweite Platz in Gefahr. Also Strafrunde für Schweden, für Hanna Öberg. Daumen drücken für Franziska Preuß. So, jetzt muss sie auch nachladen, hat aber sehr schnell geschossen, die letzten drei Schuss. Komm. Hanna Öberg hat die Hälfte der Strafrunde absolviert. Und da werden sie zusammen auf die Schlussrunde gehen. Das ist ein packendes Rennen. Franziska Preuß vor der Schwedin. Da rechts kommt sie jetzt raus. Der Kampf auf den letzten zwei Kilometer zwischen Franziska Preuß und Hanna Öberg. Beide werden sie auf dem Podium stehen, aber auf welchem Rang? Vorneweg Ingrid Landmark-Tantrevold, 35,4 Sekunden ihr Vorsprung. Und da schauen wir noch mal genauer hin. Ja, da hat sie riskiert, das muss sie auch. Muss sie, klar. Sie weiß, nach hinten habe ich alle Zeit der Welt. Und so weit war der Fehler ja nicht weit weg. Ja, gut gemacht. Und jetzt ist es ein taktisches Rennen. Hanna Öberg wird sich jetzt die Kräfte aufsparen. Sie weiß, tendenziell ist sie die bessere Läuferin und wird hinter Franziska Preuß herlaufen. Wie groß der Vorsprung von Norwegen ist, ist irrelevant. Aber denen können wir schon zum Sieg gratulieren, wenn nicht jetzt ein Ski und sonst was Bruch dazukommt. Zwar Ingrid Landmark-Tantrevold. Insgesamt 9 Nachlader bei Norwegen, bei der deutschen Mannschaft nur 4. Das ist ein absoluter Spitzenwert über 4 Athletinnen hinweg. Richtig gutes Schießen heute, das ist die Basis für diesen Podiumsplatz. Schauen wir auf die weiteren Ränge hinten dran, auf die Schweiz. Auch das ja noch ein Zweikampf. Jetzt allerdings mit 2 Fehlern von Lena Hecki-Groß. Und vielleicht kann eine ihrer berühmten letzten Schießen abliefern. Angriff von Hanna Öberg. Hanna Öberg, da keine Chance für Franziska Preuß. Hat sich diesen Anstieg da ausgesucht, vorbeigesprungen Hanna Öberg an Franziska Preuß. Und Lena Hecki-Groß kommt hier noch vor der Französin weg. Wie schon nach dem liegenden Anschlag. Und die Französin hat sie dann auch nicht einholen können oder überholen können. Position also gehalten für die Schweiz. Starker Auftritt.
So, Tschechien jetzt auch mit einem abschließenden guten Schießen. Hier nochmal der Angriff. Das ist auch der Streckenabschnitt, den wir vorher von Laura Dahlmeier und Sven Fischer gesehen haben. Da sind sie entlang gelaufen und keine Chance. Das muss man heute so anerkennen. Ja, hat sie auch schnell gemerkt und gespürt, Franziska Preuß, dass sie da keine Chance hat. Also Schweden an zwei und die deutsche Staffel auf dem Podest, auch heute wieder. Auf geht's, Franzi, komm, hopp! Schreibt also den erfolgreichen Saisonauftakt vom Wochenende fort mit einer weiteren Podiumsplatzierung. Und drüber hier, komm! Hopp, da geht noch was, komm, nicht aufgeben, komm, weiter, 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 hopp! Hips hat natürlich recht, Jens Filbrich. Wenn er sagt, nicht aufgeben, weiter, 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 du weißt nicht, was passiert. Ja. Man will es niemandem wünschen, aber ein Sturz ist schnell mal aufgrund der Erschöpfung, Unkonzentriertheit produziert und dann hat man eben die Chance zu überholen. Also hier draußen die Gratulation. Christian Mehringer an den schwedischen Coach. Das war nur ein kurzer Zweikampf auf dieser Schlussrunde zwischen Hanna Öberg und Franziska Preuß. Aber wir können es nicht oft genug in Erinnerung rufen, wo Franziska Preuß herkommt, aus welchem Tief, kurz davor alles hinzuschmeißen. Mehrfach wieder alles auf Null gedreht und wieder aufgenommen. Oberhof die WM auslassen müssen. Bittere Momente. Und dann eben, sie hat es ja geschildert in unserem Vorbericht, die Situation vor der Qualifikation, die sie annehmen musste, sich da durchgesetzt hat. Und dann diese Explosion im Einzel hier, dieser zweite Platz mit einem Wimpernschlag hinter der starken Italienerin Vitozzi. Und auch hier jetzt mit einem sehr ordentlichen Rennen eben als Schlussläuferin der deutschen Staffel auf der dritten Position. Sie hält in etwa jetzt den Rückstand, zumindest optisch.